20 Jahre Schwarzheide. Was bedeutet Schwarzheide für Sie? Meine neue Heimat. Ich bin gebürtiger Senftenmacher und wohne seit 25 Jahren Schwarzheide. Bin also jetzt Schwarzheider. Das ist meine Heimatstadt, ist einfach so. Für mich ist Schwarzheide eine wunderschöne junge Stadt, eine Chemiestadt, ja, eine Stadt, in der viele Menschen viel Arbeit haben. Und das macht einen schon stolz, dass man hier in dieser Region wohnt, lebt und auch arbeiten darf. Ich habe gerade erfahren, Sie sind Neuschwarzheider. Was hat Sie denn hierher gezogen? Tja, das Umfeld. Einfach das Umfeld, was uns sehr gut gefällt. Was verbinden Sie mit Schwarzheide? Vieles. Ich fühle mich sehr wohl hier und die Menschen sind so lieb und ich kann vieles für die Stadt tun und das ist alles wunderbar. 50 Jahre Stadt Schwarzheide. Die große Jubiläumsfestveranstaltung fand am 14. Januar 2017 in beeindruckendem Ambiente statt, in der Großraumdiskothek Wandelhof und mit einem Schirmherrn, den vieles mit Schwarzheide verbindet. Ich verbinde damit vor allen Dingen eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 26 Jahren nach der Übernahme durch die BASF im Jahre 1990. Das war schon eine tolle Entwicklung und ist ja einer der, das industrielle Zentrum auch des regionalen Wachstumskerns der Westlausitz. Und deswegen ist es für uns als Landesregierung nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Projekt, hier auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die BASF in Schwarzheide weiter wohlfühlt und damit auch der Wirtschaftsstandort weiter wächst. Aber insgesamt natürlich neben dieser wirtschaftlichen Frage, die für die Menschen in der Region von großer Bedeutung ist, ist es natürlich in Schwarzheide auch in vielen anderen Städten. Die Menschen arbeiten miteinander, sie bringen gemeinsam ihre Stadt voran und dafür möchte ich heute zum 50. Jubiläum des Stadtrechts auch ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Das ist eine Stadt, wo wirklich miteinander gelebt wird. Wie bedeutend, wie wichtig ist Schwarzheide im Proben oder im Reigen der Kommunen im Brandenburg? Es ist eine Stadt wie eigentlich eine Stadt wie viele andere. Aber was Schwarzheide besonders macht, ist vor allen Dingen der Zusammenhalt zwischen der Bürgerschaft. Und das zeigen ja auch die neuen Vorhaben, das Fischerstadion, das im Jahr 2017 eröffnet werden soll und viele, viele andere Dinge. Ich denke noch zurück, vor 10 Jahren haben wir diskutiert um den Seecampus. Mittlerweile ist er Realität. Also die drei W, Wohn, Wirtschaft und Wissenschaft sind hier an einem Standort vereint und das macht Schwarzheide schon besonders. Aber es sind die Lausitzer, die Schwarzheide auch besonders machen. Ich bin auch einer. Wir freuen uns mehr nach innen und können doch aber stolz sein auf das, was hier erreicht worden ist. Und wenn man noch dran denkt, die Unsicherheit, die es ja gerade im Jahr 1990 auch hier in der Stadt gegeben hat, dass die in riesengroßen Optimismus gewichen ist, da können alle, die dazu beigetragen haben, richtig, richtig stolz sein. Und ich bin natürlich auch persönlich noch Helmut Kohl dankbar, der damals als Bundeskanzler die entsprechenden Weichen gestellt hat. Das muss man, glaube ich, auch zur Wahrheit noch dazu sagen. Ich begrüße Sie. Bürgermeister Christoph Schmidt und SVV-Vorsitzender Werner Mrose begrüßten die Gäste ohne lange Reden, dafür mit einem Lied. Komponiert, getextet, eingesungen und aufgenommen von Schwarzheidern für Schwarzheide. Herzlichen Dank, einen kräftigen Applaus und dann wollen wir unser Schwarzheidelied hören. Vielen Dank. Stadt heißt Schwarzheide, richtig? Genau, hier im wunderschönen. Wissenswertes über die Geschichte der Stadt wurde den Gästen auch schauspielerisch vermittelt von Schülern des Emil-Fischer-Gymnasiums. Dabei ging es auch um die Chronik, die man käuflich erwerben kann. Geschrieben von Doris Lanske, die unter anderem dafür mit der Ehrenmedaille der Stadt Schwarzheide ausgezeichnet wurde. Ihre engagierte Arbeit. Und wir sehen jetzt hier auf der Bühne Ihr Produkt. Mit Ihrer Hilfe ist es gelungen, auf über 200 Seiten
unsere über 500-jährige Geschichte der Orte zu erfassen und für jedermann erlebbar zu machen. Sie sind eine Persönlichkeit, vor der ich Hochachtung habe. Eine weitere Ehrenmedaille erhielt Dr. Hans-Joachim Jeschke, ehemaliger Generaldirektor des Synthesewerkes, für sein Wirken für die Stadt Schwarzheide. Schwarzheide ist bekannt dafür, dass sie enge Beziehungen zu ihren Partnerstädten pflegt. Grußworte und Geschenke kamen von den Bürgermeistern aus dem polnischen Krosno und dem ungarischen Karsak. Was wünschen Sie Schwarzheide für die nächsten 50 Jahre? Dass es mir weiter so gut gefällt, dass sie weiter so machen, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Also mir gefällt das. Dass es weiterhin so gut expandiert, dass es weiterhin die Geschäfte so gut laufen, auch mit die Zusammenarbeit mit den Unternehmen ringsherum. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Na, weiterhin so ein gutes Händchen, wie es schon in den letzten Jahren immer hatte. Und ja, dass sie immer weiter wächst. Weiter so und noch besser. Werdet es sehen. Reicht den Kindern die Hand, träumt ihren Traum. Komponiert und getextet wurde das Schwarzheide-Lied von der heimischen Kultband Synthetics.